Hallo Leute, heute zeige ich euch mein Bullet Journal Setup für 2019. Das ist jetzt mein zweiter Versuch mit einem Bullet Journal. So, ich habe jetzt versucht, das mal ein bisschen besser hinzukriegen wie beim ersten Mal, wo ich so manchmal erstmal angefangen habe mit dem Monat, wo der eigentlich schon seit 2 Wochen im Laufen war, den dann so mal in mein Bullet Journal reinzuschreiben. So, deswegen habe ich mir überlegt, wie ich das ein bisschen besser machen kann, dass das dieses Jahr auch mal funktioniert. Und weil ich bei vielen Notizbüchern, die ich mir holen wollte, gemerkt habe, dass mir die Seiten nicht so ganz ausreichen, habe ich mir jetzt über lulu.com selber ein Buch drucken lassen. Ich habe noch ein paar Layouts dazu gemacht, dass es mir persönlich auch noch mal hilft, sozusagen die Seiten besser einzuteilen und schon mal für die nächsten Monate auch vorplanen zu können, auch wenn ich sozusagen die auch noch nicht fertig designt habe. Und in dem Sinne hoffe ich, dass es euch auch ein bisschen gefällt, weil mir persönlich habe ich schon jetzt gemerkt, dass es wirklich ein bisschen hilft, wenn man das schon, sagen wir mal, ein bisschen vorbereitet hat. Jetzt fange ich erstmal nochmal an mit dem, wie ich es ausfülle, dass ihr nochmal seht. Nochmal kurz vorab, also da es ja ein Softcover-Buch ist, wollte ich nochmal vermeiden, dass da natürlich die Seiten ganz, ganz stark knicken, weil ich ja auch das ganz oft mitnehme. Deswegen habe ich meine Hülle genommen, die ich mal über einen Etsy-Shop erworben habe, oder besser gesagt, die mir eine Freundin da nochmal empfohlen hatte. Das ist ein süßes kleines, naja, Umschlag nochmal eigentlich für Tagebücher. Aber ich fand das eigentlich auch ganz cool, habe mir gleich eins mitbestellen lassen und muss sagen, es passt auch super da rein. Also ich gehe mal davon aus, dass ich wirklich unterwegs einen guten Schutz habe. So. Und jetzt seht ihr das nochmal, also wenn ich jetzt hier mal anfange reinzumalen, habe nur mal kurz den Index gezeigt, seht ihr schon, da sind schon ganz viele Sachen drin und mit dem Schlüssel bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das wirklich nachzeichne, aber eigentlich weiß ich ja, was bedeutet. Und dann seht ihr schon bei der Jahresübersicht, habe ich schon mal ganz viel vorbereitet, weil im Endeffekt habe ich jetzt nochmal die Monate drüber geschrieben, nochmal, was ich von Urlaubstagen schon so verbraucht habe für meine Arbeit. Dann habe ich immer die Sonntage, die dann immer sind, schon mal so leicht nachgemalt, jetzt erstmal mit einem Bleistift nur und habe schon mal ein paar Notizen gemacht. Wie ihr seht, also ich fand das persönlich erstmal besser, weil ich habe eben alles schon vorgemalt und da ich mich auch gerne mal vertue, wenn man ganz, ganz viele Zahlen schreibt jetzt für die Jahresübersicht, war es ganz ehrlich für mich wirklich so einfach. Und ich male eben noch so einen kleinen Frankenstein so am Ende mit hin, weil ich dachte, das ist vielleicht ganz niedlich und wie gesagt, ich wollte ja den 29. Februar einfach nur übermalen, weil es den jetzt 2019 nicht gibt. So, dann seht ihr ja die, sagen wir mal, die Seite, wo sozusagen dieses leere Quadrat noch drauf ist, wie ich da so meine Ziele nochmal mit hinschreibe. Ich habe ja jetzt am Anfang jetzt mir noch nicht so viel vorgenommen, weil ich ja erstmal, sagen wir mal, trotzdem große Ziele habe. In dem Sinne, dass ich ja für meinen Webcomic jetzt 12 Episoden mal machen will, weil ich habe ja seit einem halben Jahr immer nur geschafft, diese eine Seite zu machen. Oder besser gesagt, diese eine Episode, die immer noch sehr, sehr furchtbar aussieht, wo ich noch ein bisschen rumexperimentieren will. Ob ich jetzt, wenn ich das wirklich vor auf Papier mit Bleistift vorzeichne, es besser aussieht, auch wegen Proportionen her mäßig. Und die Seite daneben, mit den neben den Zielen, habe ich erstmal noch freigelassen, weil ich gehe mal davon aus, da fällt mir bestimmt auch noch was Hübsches ein, was ich damit drauf machen kann. Vielleicht einen schönen Spruch oder so, der nochmal ein bisschen mit motiviert. Und dann natürlich die anderen Ziele, die ich mir schon mal für die nächsten 5 Jahre vorgenommen habe, sind auch erstmal nur ganz wenig und ich habe noch so einen kleinen Rahmen gemacht, weil das sind sozusagen meine Hauptziele, die ich gerne erreichen würde. Und wenn mir noch irgendwas also so einfällt, was jetzt nicht ganz so wichtig wäre, aber auch schön, wenn ich es schaffe, wollte ich das dann jeweils jetzt für 2019 eben drüber schreiben oder eben, wenn es wirklich so ein 5-Jahres-Ziel ist, wollte ich das mit drunter schreiben, dass es ein bisschen weiter sich abgrenzt, wenn es jetzt, wie gesagt, nicht so wichtig ist. So. Dann seht ihr ja wieder bei der Monatsübersicht für Januar habe ich auch schon mal ein bisschen was vorbereitet. Habe eben sozusagen nochmal so überlegt, was ich denn als Thema nehmen könnte für Januar. Und weiß nicht warum, also mir ist auf einmal was mit Kleidern eingefallen. Und keine Ahnung wieso, ich trage nicht mal selber gerne Kleider. Aber ich hatte irgendwie gerade voll Lust, Kleider zu zeichnen. Ja, man hat den manchmal so einen Moment. Und dachte ich noch so, was passt denn da noch dazu? Und da habe ich überlegt, naja, so einen kleinen so Nadel und Faden könnte man ja mal versuchen mit so Design her, dass man es mit dem Buchstaben ein bisschen verbinden kann, sodass es eben nicht so leer aussieht oben und unten. So und natürlich was eben zu nähen und sowas noch dazu gehört, wie eine Schere und ein Garn, darf da natürlich nicht fehlen. Und hat auch irgendwie Lust, solche Fransen zu zeichnen, die ihm gerne mal bei diesen Vorhängen mit runter, so, bei so ganz alten, ne? Man weiß ja manchmal nie, wo gerade die Inspiration zuschlägt.
Und dann habe ich eben, wie gesagt, da noch, sagen wir mal, eine Frau gezeichnet, wo eben die gerade einfach ein Kleid trägt. Ich wollte Kleider zeichnen. Und ja, genau. Und dann habe ich ja bei dem Design selber, bei den Kästchen, habe ich eben jeweils oben in diesen Kreisform, habe ich in die Zahlen mit reingeschrieben für den Tag von 1 bis 31. Da ja der Januar am Dienstag losgeht, habe ich natürlich dann noch drüber geschrieben, dass natürlich der Wochentag dann Dienstag ist und dann zum Schluss bis Montag durch, naja, beschriftet. Und ganz, ganz zum Schluss, aber ich habe ja dann immer noch so ein paar extra Fächer, das habe ich auch mit Absicht gemacht. Nicht nur, weil ich faul war und nicht für jeden Monat, sagen wir mal, so Kästchen ziehen wollte, sondern weil ich eben auch gedacht habe, naja, vielleicht fängst du mal zwischendurch nochmal neu an oder vielleicht verlierst du das und musst nochmal mitten im Jahr neu anfangen. Da hast du sozusagen, bist nicht gebunden für jeden Monat, dass es eben nur für die Tage reicht. Und ich dachte, na, diese Kästchen könnte man ja auch nochmal für Monatsziele nehmen oder für bestimmte Termine, wo man noch keinen bestimmten Tag hat. So, das so nochmal als extra Information für den Monat direkt, dass was nicht bei einer Wochenübersicht oder ähnliches untergehen sollte. So, dann kommt natürlich die Wochenübersicht. Nur erstmal kurz angerissen. Also, ich schreibe natürlich immer bei dieser Extralinie, die ich oben links habe, hin, was es für eine Kalenderwoche ist und natürlich von wann bis wann diese Kalenderwoche geht. Und rechts oben wollte ich immer noch so ein kleines Bildchen mit hinmalen. Da ist mir so eingefallen, gerade jetzt bei Kleidern, dass ich ja immer so eine Person machen kann, die eine bestimmte Pose hat mit einem Kleid und dann vielleicht als Hintergrund immer so eine Art Muster von den Stoffen her mit reinmachen könnte. Da hat man eben noch was Schönes zu zeichnen, wenn er wieder danach ist, dass man natürlich ganz, ganz viel malen möchte. Und dann hat man eben, denke ich mal, auch ein schönes Design. Und dann geht es eben noch mal ein bisschen mit dem die Thema, was ich mir vorgenommen habe, mit dem Faden, dass ich eben bei jedem Feld noch mal reinschreibe, was es für Tag ist, was es, naja, für eine Zahl ist. Also sagen wir mal jetzt Dienstag, der 1. Januar. Und dann darunter noch mal wie so ein kleiner Faden, der eben dann runterläuft. Und das habe ich eben von Montag, also von Dienstag, nee, von, doch von Montag bis Sonntag gemacht, weil ja Montag noch der 31. ist, vom Dezember. Und dann zum Schluss habe ich immer noch meinen Wochenziele Platz gelassen, so. Das kommt dann auch manchmal. Und mir ist dann auch aufgefallen, wo ich dann das Buch auch erhalten habe, dass zwischen der oben der Kalender Woche Anzeige und bevor nämlich der erste Wochentag losgeht, da diese Spalte plötzlich dann noch auch perfekt für diese kleinen Notizzettel sind, die ich habe, weil die wirklich perfekt eins und eins da reinpassen. Also manchmal hat man auch ein bisschen Glück beim Design. genau, wie gesagt, das mache ich dann eben für alle Wochen dann im Januar, aber das sehe ich dann in einem extra Video nochmal. Das wird sonst wirklich viel, viel, viel zu lang. Ich habe jetzt insgesamt 2,5 Stunden gefilmt. Deswegen, also war es eigentlich schon ganz gut, dass ich immer mal so zwischendurch gekürzt habe. Und auf jeden Fall, wie gesagt, am Ende des Monats nochmal die Übersicht für Ein- und Ausgaben und eben, was ich alles online eingekauft habe. Ich möchte das jetzt eigentlich nicht so viel machen für Januar, weil ja im Dezember man dann noch ganz, ganz viele Weihnachtsgeschenke und Fahrten hatte um Familie besuchen. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich ein bisschen zurückdrehen. Deswegen hoffe ich mal, dass ich wirklich nicht die ganze Seite brauche. So, aber jetzt mal zu dem, was nicht an einen Monat gebunden ist, mir ist ja sozusagen auch wichtig, dass ich eine Übersicht habe, wie viele Kinofilme ich eigentlich im Jahr angucke, weil ich so ein Abo habe, wo man eben, sagen wir mal, so oft ins Kino gehen kann, wie man will und immer nur eine bestimmte Gebühr bezahlt, die jeden Monat gleich ist und dafür kann man eben 3D-Filme angucken und Eis ins Ton und allen Spaß. Deswegen wollte ich nochmal eine Übersicht machen, dass ich eben wirklich zum Schluss, also am Ende des Jahres sehe, ob sich das überhaupt lohnt oder ob ich wirklich besser wegkomme, wenn ich jedes Mal einzeln die Karte kaufe. Ich habe eben, ja, sagen wir mal, doch ein paar Freunde, die eben total gerne ins Kino gehen, deswegen geht man eben auch öfters rein, aber man verliert eben auch schnell die Übersicht, ob dann wirklich so oft dann auch wieder oft genug ist, damit sich das Abo lohnt. Deswegen habe ich hier nochmal so eine, naja, Movie-Seite gemacht, wo man eben nochmal mit so ein paar Icons natürlich nochmal das Thema wiedererkennt dann und dann irgendwie so eine Filmrolle, wo ich dann immer reinschreibe, in welchem Film ich drin war, vielleicht auch wann ich noch drin war. Ich muss erst mal gucken, ob ich das tatsächlich wirklich dann so klein schreiben kann. Ich kann zwar sehr, sehr klein schreiben, aber ja, ich will erst mal gucken, wie es aussieht. Und da hat man natürlich die ganzen Themen wie Popcorn und sowas, wo man erkennen kann, dass es das sein soll. Darf dann natürlich dann auch auf so einer Seite nicht fehlen.
So, als nächstes habe ich dann meine Übersicht für Bücher, die ich 2019 dann hoffentlich gelesen habe. Ich habe dann sozusagen einfach so ein Bücherregal gemalt, wo ich das nochmal in vier Teile geteilt habe. Also für alle 3 Monate, dass ich schon sozusagen nochmal ein bisschen das getrennt habe, wie viele Bücher ich geschafft habe. Deswegen nicht wundern, dass das auch natürlich noch ein bisschen leer ist. Ich habe erstmal ein paar Bücher in dem Sinne vorgemalt, wo ich hoffe, dass ich das auch schaffe, so viele zu lesen. Wenn nicht, wollte ich jetzt die einfach nur in einer Farbe ausmalen, sodass ich eben auch sehe, ich habe ein paar Bücher nicht gelesen. Und anderweitig wollte ich sonst immer einen Titel mit hinschreiben, wie das Buch denn hieß, was ich gelesen habe. Ich persönlich bin da nicht so ein Fan von, dann auch noch hinzuschreiben, wie gut mir das Buch gefallen hat und was für ein Thema das war. Und andere Späße, die man eben manchmal so sieht. Also mir ist eigentlich immer nur wichtig, welches Buch ich gelesen habe. Vielleicht, dass ich nochmal, wenn ich jetzt besonders schönes Cover habe, dass ich mir vielleicht das nochmal aufmale. Deswegen habe ich auch mal eins von vorne gezeichnet. Und anderweitig würde ich vielleicht sonst den Platz, den ich rechts habe, noch vielleicht einen Bilderrahmen oder sowas hinmalen, was man auch mal so im Bücherregal stehen hat. Aber wie gesagt, also ich wollte das dann so möglichst auch einfach halten, weil ich weiß schon, wenn ich mir da zu viel vornehme, dass dann zu viele Details dann immer drin stehen, dann mache ich es nicht. Ich bin da ehrlich, ich weiß dann, ich kenne mich dann schon gut genug, dass ich weiß, ich mache es dann nicht. So, als nächstes natürlich möchte ich nächstes Jahr auch mal versuchen, ein bisschen Sport zu machen. Mag zwar keinen Sport, aber wenigstens so ein bisschen, keine Ahnung, Yoga oder sowas werde ich wohl hinkriegen. Bin ich jedenfalls optimistisch. Deswegen habe ich so eine extra Seiten nochmal freigelassen, wo ich mir so ein paar Übungen nochmal mit hinschreiben will oder vielleicht ein paar Videos, die mir besonders gut helfen, sodass ich dann immer mal noch eine kleine Übersicht habe, was mir dann in dem Sinne nochmal weiterhilft oder vielleicht auch ein paar Rezepte dann für solche Fitnessprogramme, wo ich dann nochmal mit welche berücksichtigen konnte, vielleicht ein Shake oder sowas. Ich lasse mich mal da überraschen, was ich doch noch selber hinschreibe. Dann tut ja immer mal was, wenn man über irgendwas länger nachdenkt, ja noch ein paar andere Ideen mit haben, wo man vorher nie drauf gekommen ist. Also, ich denke mal, das wächst noch sehr, sehr stark aus. Dann natürlich meine Übersicht von meinem Kredit, was ich noch abbezahle. Vielleicht habe ich durch mein Studium so leider einen kleinen Kredit mehr aufnehmen müssen. Jetzt nicht bei einer Bank, sondern bei einem Verwandten, aber man will es ja trotzdem zurückbezahlen. Deswegen habe ich das jetzt erstmal natürlich wieder mit reingemalt, dass ich immer jeden Monat was zurückzahle. Ich wollte natürlich am liebsten in einem langen Balken machen, aber leider war die Seite nicht so groß. Und ich wollte jetzt auch die Fächer nicht so klein machen, dass ich jetzt mit einer Lupe das immer ausfüllen muss, wenn ich dann was abbezahlt habe. Deswegen habe ich es nochmal 2 geteilt und dann kann ich immer noch links und rechts hinschreiben, wann ich was zurückgezahlt habe, dass ich dann auch natürlich, falls nochmal irgendwas wäre, dann auch nochmal sagen könnte, den Teil habe ich dann und dann bezahlt. Ich denke mal, das ist natürlich auch bei anderen Sachen, die man abbezahlt, ein bisschen hilfreich. aber ansonsten habe ich ja nichts anderes, was ich abbezahlen muss. Dann, was ich persönlich auch mal ganz, ganz wichtig finde, ist eine Übersicht von Geschenken. Weil ich meine jetzt nicht, was ich kriege, sondern natürlich, was ich Leuten schenke. Weil es gibt ja Geburtstagsgeschenke, es gibt Weihnachtsgeschenke und vielleicht, wenn man, wie ich, noch ganz, ganz viele kleine Kinder in der Familie hat, kommt vielleicht auch noch Ostern und Kindertag oder so ein Mist dazu. Deswegen, und da ich gerne immer Geschenke kaufe, wenn ich was Hübsches sehe und weiß, dass der Person, die ich das schenken möchte, auch hundertprozentig das gefällt, dann ist das meistens aber auch nicht an dem Tag oder in der Woche, bevor die Geburtstag hat, sondern manchmal auch 3-4 Monate davor. Und bis sie dann Geburtstag hat, habe ich dann manchmal auch vergessen, dass ich das Geschenk schon habe und kaufe dann noch was anderes. Das passiert mir auch öfters mal leider, auch gerade bei Weihnachtsgeschenken. Und deswegen möchte ich mir nochmal natürlich eine kleine Übersicht machen, dass mir das vielleicht zukünftig nicht mehr so passiert, weil man hat dann irgendwann vielleicht auch mal so ein kleines Lager von Geschenken, die man dann wiederfindet, weil man dachte, oh, das kannst du schon mal zur Seite legen, hat ja noch ein paar Monate Zeit und dann denkt man so nach, keine Ahnung, Frühjahrsputz, ach, hier war ja was. Dann habe ich noch so eine Extra-Seite mit Büchern gemacht, weil ich schenke immer meinem kleinen Bruder immer ganz viele Bücher, wo ich dann nochmal sozusagen eine Seite habe, wo ich weiß, was ich ihm schon geschenkt habe. Deswegen schreibe ich dann immer noch einen Titel auf. Und da es ja meistens nicht nur Einzelbände sind, sondern ganze Serien, mache ich mir dann immer noch so ein kleines Kästchen für den jeweiligen Band, dass ich dann einfach nur ausmalen muss, wenn ich es schon ihm geschenkt habe. Oder nur schraffiere oder, was weiß ich, eine Linie durchziehe, wenn ich es ihm schon da habe, aber ihm noch nicht geschenkt habe. Na, sowas eben. Also ich habe eben so viele kleine To-Do-Sachen, wo ich mir immer lieber eine Übersicht nochmal mache.
So, dann noch ein Social Media Tracker. Ich meine, ich mache ja das hier nur so nebenbei erstmal, aber ich finde es schon ganz schön, dass es langsam anwächst, muss ich sagen. Und deswegen mache ich mir nochmal so eine kleine Übersicht, weil ich denke mal, wenn da noch so ein kleiner Balken über das Jahr nochmal so hochsteigt, dann motiviert das nochmal ein bisschen mehr. Ich hatte erstmal überlegt, dass ich nochmal natürlich eine extra Seite mache, wo ich nochmal das festhalte, welchen Monat ich ungefähr wie viel Wachstum hatte, so von den, gerade bei YouTube, von den Watch Hours, also von den Stunden, die angeguckt wurden und von den Subscribern, also den Abonnenten. Weil ich denke mal, das motiviert immer noch ein bisschen. Und da ich ja eigentlich noch Webcomics machen wollte, hatte ich erst noch mir schon mal vorskizziert, dass ich für Webtoons oder eben Tapas vielleicht da nochmal eine Übersicht mache. Aber ich denke mal, ich werde erstmal vorzeichnen, wenn die Episoden fertig sind, dann erst veröffentlichen. Gerade wenn ich mehrere habe, sonst sind da immer so ein halbes Jahr Pausen dazwischen. Das ist, denke ich, auch nicht schön für den Leser. So. Und dann habe ich natürlich, um das noch ein bisschen produktiver zu machen, noch eine Übersicht für YouTube-Videos. Das habe ich auch schon in einem anderen Buch, aber im Endeffekt habe ich so die ganzen Sachen, die ich jetzt gesehen habe, so in vier verschiedenen Büchern. Und das ist schon ein bisschen doof, wenn du dann immer für ein bestimmtes Ding dann immer gucken musst, in welchem Buch das eigentlich nochmal drin war. Deswegen, das soll jetzt alles in eins rein. Und da habe ich eben nochmal die einzelnen Punkte immer gemacht, wenn man eben schon das Video gefilmt hat, aber es noch nicht bearbeitet ist, wenn man eben das bearbeitet hat, aber eben das Voice-Over oder die Musik noch fehlt und irgendwas gepostet hat und alle solche Späße, weil es sind ja leider doch schon viele kleine Punkte, die man manchmal schon erledigt hat, aber das Video trotzdem im Endeffekt noch nicht fertig veröffentlicht ist oder vielleicht doch noch nicht ganz, ganz fertig. Deswegen, ja, ich denke mal, vielleicht hilft das ein bisschen und wenn nicht, ich habe es dann wenigstens versucht. Deswegen, ich mache jetzt erstmal nur die eine Doppelseite. Dann werden da noch zweimal Doppelseiten kommen, so damit es wirklich für das Ganze erreicht, weil es ist ja dann immer, jede Woche kommt bei mir immer ein Video, jeden Freitag. Und deswegen mache ich eben je nach Kalenderwochen erstmal die Anzahl und dann noch ein paar mehr, weil es könnte ja sein, dass ich wirklich mal Bock habe, für so ein Special zu machen für Weihnachten oder ähnliches. Oder eben auch mal die Zeit habe. Das ist ja immer noch so eine andere Sache. Und was dabei natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine To-Do-Liste dann für YouTube-Videos, wenn man dann Ideen hat, wo man sagen will, man will die umsetzen und man will die nicht vergessen. Nochmal eben eine Doppelseite, wo ich die mit draufschreiben kann. So, und dann, was mir immer, was ich noch gar nicht irgendwo gesehen habe, weil ich gucke ja auch gerne Bullet Journal Videos, aber was ich noch nirgendwo gesehen habe, auch mal so eine Übersicht für, wenn man Webcomics machen will. Deswegen habe ich jetzt nochmal überlegt, was wäre denn am produktivsten, gerade wenn man, wie ich, dann so mehrere Ideen hat, aber eben alles noch nicht fertig ist. Deswegen habe ich erstmal auf einer Seite eine Übersicht gemacht von erstmal den Stories, also die Geschichten, wo ich sozusagen erstmal gucken will, wie weit ich irgendwo bin. Ich habe das jetzt erstmal nach Seiten gemacht. Also eine Seite ist ja nicht immer gleich eine Episode. Deswegen wäre natürlich dann eine Umrechnung dann auch nochmal anders. Aber weil ich das ja auch jetzt noch nicht so lange mache, naja, nicht wirklich lange, also ich bin ja noch gar kein Profi, bin ja noch sowas von Anfänger dabei. Da habe ich natürlich dann auch nur erstmal überlegt, wie man es ein bisschen produktiver machen kann. Da ich eben ganz viele Geschichten habe, die ich auch noch nicht mal aufgeschrieben habe, die so also sozusagen noch im Kopf sind, gucke ich natürlich erstmal, wo muss ich erstmal noch eigentlich aufschreiben. Gerade wenn dann dieses Jahr dann wieder NaNoWriMo kommt, kann ich vielleicht dann auch mal eins von denen, die ich noch nicht angefangen habe, dann gleich nehmen und die eben dann draufschreiben. Weil ich meine, 50.000 Wörter könnte ja schon eine Geschichte sein. Und damit ich eben nicht immer noch die Titel hinschreiben muss, gerade wenn vielleicht bei der einen oder anderen der Titel noch nicht hundertprozentig fest ist, habe ich dann eine Extra-Seite gemacht. Also wo ich dann jeder dann gleich nur die Titel aufgeschrieben habe und dann eben mit Color-Codes wird dann immer die jeweilige Spalte sozusagen dann wiedererkannt. Also nochmal, damit es einfach ausgedrückt ist, ich schreibe bei der Übersicht der Seiten habe ich ihn oben nur ein Feld gelassen, weil Titel ist eben manchmal auch ein bisschen länger und das sieht ihm dann doof aus. Deswegen oben nur so ein kleines Feldchen, das kriegt dann die jeweilige Farbe, welche Geschichte das ist. Und dann mache ich natürlich dann immer je nach Seite, die ich schon fertig habe, tue ich dann die Seitenzahlen dann eben ausmalen. Und wenn dann wirklich wäre, ich habe ja auch sozusagen One-Shot, also so eine Kurzgeschichte, wo ich die schon fertig geschrieben habe, wo ich vielleicht nur nochmal drüber lesen müsste, um kleine Sachen auszubessern, dann könnte ich eben auch nochmal aufschreiben, wie viele Seiten das sind. Ich glaube, das waren drei. Und dann den Rest einfach schwärzen, weil heißt dann ist fertig. Wenn dann sozusagen die nächsten Seitenzahlen schwarz sind, dann heißt Folge ist fertig. Oder vielleicht mache ich eben nochmal eine andere Farbe, dass ich eben nochmal unterscheiden kann, was schon fertig geschrieben ist, wo vielleicht höchstens Kleinigkeiten nochmal ausgebessert werden, aber eben wirklich nicht noch mehr Story dazukommt und was eben wirklich noch
ein Prozess ist. So, wie gesagt, also dann kommt noch mal so eine kleine Seite, wo ich jetzt gleich noch mal was abschneide, wo wirklich nur die Episoden aufgelistet sind. Es sind erstmal die eine Seite nur, es sind trotzdem ja schon viele, viele Geschichten, wo wirklich noch nichts fertig ist. Wobei der Titel schon fertig ist, weil also bei fast allen, die, wie ihr ja seht, schreibe ich in schwarz und das heißt, Titel wurde nicht mehr geändert. Es war dann eine Epiphanie mal da, wo ich gesagt habe, oh ja, das ist der Titel und dann bleibt das auch meistens dabei. So, und natürlich, was dann auch nicht fehlen darf, wenn man Comics macht, ist dann nochmal so ein paar andere Sachen, die dann natürlich immer dazukommen. Sowas wie Worldbuilding, also wenn man dann die ganze Welt dann nochmal mit aufbaut, wie zum Beispiel, was für eine Währung man hat, was für eine Sprache gesprochen wird, ob es unterschiedliche Sprachen in der Welt sind, was für eine Ökonomie es gibt, also all dieses Drumherum, was es noch kommt, oder eben auch Charaktersheets, also nochmal eine Übersicht vom Charakter selber, wie vom ganzen Körper, vielleicht nochmal ein bisschen von der Mimik, von der Persönlichkeit, ein bisschen Text und vielleicht noch ein paar Details, keine Ahnung, hat jemand eine Haarspange oder sowas. Deswegen immer nur, habe ich dann eben so ein extra Feldchen nochmal gemacht, also so ein extra kleines Türchen, wo ich ihm wirklich nur immer so ein paar Begriffe hinschmeiße, wo ich dann hinterher, wenn ich dann immer eine neue Story anfange, immer nochmal drüber gehe und denke, ach, hier fehlt noch was, ach, da ist noch was nicht durchgeplant, um es ein bisschen einfacher zu machen, weil gerade auch sowas wie Familienstammbäume, sowas bei Geschichten oder jetzt diese sozialen Kontakte, die dann so ein Charakter fliegt, kann ja dann auch schon mal ausufern, je länger so eine Story geht. So, und dann zum Schluss natürlich habe ich jetzt erstmal nur für eine Folge so eine Übersicht nochmal gemacht, dann von den einzelnen Spalten, also ob ich dann schon Charaktersheet fertig habe, so wenigstens von den Hauptsachen, die ich doch jedes Mal machen soll, damit es einheitlicher aussieht wie ein Charaktersheet, Hintergründe, weil gerade bei Hintergründen ist ja so, da kann man ja auch mal faul sein und vielleicht denselben Hintergrund, den man schon mal am Tag hat, wenn der Charakter dann wieder hingeht, bei Nacht dann natürlich einfach nur nochmal anders kolorieren, dass es dann für die Nacht dann wieder verwendet werden kann und nicht nochmal komplett neu gezeichnet werden muss. Und andere Sachen, ob eben dann die Episode auch schon fertig ist. Wie gesagt, vorher das mit der Story, wie viele Seiten ich da schon habe und dann hinten, wie viele Episoden davon dann schon fertig sind. Und da ja Seite nicht immer gleich Episode entspricht, kann natürlich das auch mal mehr oder weniger sein, was dann je nachdem dann schon mal fertig ist. Aber dann kann man im wenigsten auch schon mal hinschreiben, was weiß ich, Episode 7, am Anfang, Episode 8, natürlich noch nicht angefangen, Episode 6 fertig. vielleicht fällt mir dann noch was Besseres ein, das ist noch ein bisschen übersichtlicher, aber das war jetzt erstmal mein erster Grundgedanke, wo ich dachte, das ist vielleicht eine schönere Übersicht. Und mit diesen zwei Türen, dann einmal von den Episoden, einmal von den Stichwörtern, kann ich dann eben auch wirklich immer hinher springen, dann von den jeweiligen Storys und sehen, wie weit ich bin. Und dadurch, dass ich ja bei der Tür mit den Storys hinten auch noch Platz habe, also falls mir noch was einfallen sollte, weil ich habe ja noch nicht genug Storys, die nicht fertig sind, dann könnte ich das auch noch dazu schreiben. So, aber dabei wollen wir es jetzt erstmal belassen. Wie gesagt, ich mache dann nochmal eine extra Übersicht, wo ich dann so einen Flip-Through mache, in einem extra Video, weil es ist, denke ich, schon lang genug. Also wenn er wirklich bis jetzt dran bleibt, dann vielen Dank, Applaus für euch. so, und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mit dem Video inspirieren. Dann natürlich auch nochmal Bulletin zu machen, wenn ihr es noch nicht angefangen habt. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal noch schöne Feiertage und ich hoffe, ich sehe euch in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.